und willkommen zurück zu einer weiteren Folge wie Rising zusammen mit Jule, die jetzt auf den richtigen Knopf drückt. Es tut mir leid, hallo. Ja. Jule drückt den falschen Knopf. Ich habe gerade einen Stream gestartet. Okay. Na sowas aber auch. Also sie wollte eigentlich nur ein Let's Play aufnehmen, so wie ich auch, und hat irgendwie den falschen Knopf gedrückt und hat nicht aufgenommen. Deswegen fangen wir jetzt nochmal neu an. Ja, egal. Ich hab nichts verpasst, nö. Außer dass ich hier den Raum gebaut habe. Und da soll mal unser Alchemielabor rein. Genau, du baust gerade was fürs Alchemielabor, ein bisschen kleiner. Und wir haben gerade Bestandsaufnahme gemacht. Ich habe hier zwei neue Kisten hingesetzt und sortiere gerade ein bisschen vor. Ich habe die Nachtschatten... gnadenlose Nachtschratstiefel, besagte Hose freigeschaltet. Ah, hier habe ich noch Blümchen. Blümchen. Und ja, wir müssen erstmal gucken. Weil in dem anderen Spielstand sind wir halt viel weiter. Das ganze Gebäude sieht anders aus. Ja, das stimmt. Also wir sind wirklich viel weiter in unserem Privatspielstand und tun uns gerade sehr schwer, hier reinzukommen. So. Hier habe ich noch sowas. Und da können auch Steinchen rein. Und, so. So, hier machen wir dann mal irgendwann Alchemieboden hin. Wir haben auch richtig viel Grabstaub hier. Okay. Cool. Okay. Ja, ist doch gut. Ja, ist wirklich gut. So, warte mal. Jetzt haben wir zumindest mal den Alchemietisch hier stehen. Haben wir denn die Holzverarbeitungswerkbank schon irgendwo? Wir haben eine bessere Werkbank, die ist in dem Raum, genau da, wo du jetzt hingehst, links. Ah ja, genau, hier ist die. Aber ob das die Holzbearbeitungswerkbank ist, das kann ja, ich dir dann... Alles klar, alles okay. So, hier die Blutpresse, die räume ich mal um. Ja. Die muss nämlich auch auf den Alchemieboden, deswegen muss die dann sowieso hier rüber. Warte mal, das ist Lehm, Steinkörper, Glas... Ja. Wir hatten auch in dem anderen Spielstand eine... Also fast eine ganze Kiste voll Steinstaub schon, ne? Ich weiß gar nicht. Steinstaub. Wofür ich den später brauche? Hier sehe ich nichts. Ich glaube, an der Schmiede. Oder geht's hier raus? Ja. Oh ne, das ist falsch. Schmiede. Werkstattboden, Schlossboden. Okay, uns fehlt auch der Schmiedeboden. Okay. Die Werkbank muss nämlich in die Schmiede mit rein. Okay. Warte mal, also die braucht den Boden. Ich schieb die einfach mal hier rüber, nicht, dass du dich wunderst, ne? Ja, schieb mal. Ach nee, wir haben genug Feuerstein. Okay. Topaz. Die besseren Schränke können wir auch noch nicht bauen. Es gibt nämlich so coole Hochschränke mit 28 Plätzen. Können wir blöderweise noch nicht bauen. Schwefel. Ah, okay, hier sind die Silbermünzen drin, alles klar. Warte mal, dann räume ich das hier mal ein bisschen um. So. Soll ich denn noch Knochen malen für Grabstaub? Wir haben irgendwie 22 mal Grabstaub, aber wir brauchen, glaube ich, was für die neue Hose, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich ja, macht ja nichts. Dann schmeiße ich hier die nicht. 500 jetzt rein und dann ist gut. Ja, mach ruhig. So, da sind Kupferbarren drin. Ja, hier haben wir denn die Eisenkörper? Die habe ich irgendwo mal gefunden, du frag mich nicht. Ich werde aber hier noch eine Kiste hinstellen. Warte mal, kann ich noch eine bauen? Ja. So. Oh, aber auch mal eine Kiste. So, wir haben noch 150 Essenzen und 150 Bretter in der Tasche. Und wo ich nicht weiß, wohin damit. Das Schwefelzeug packe ich mal extra. Und hier mache ich mal die rein. Und hier sind nur Steine, Edelsteine, okay. Nein! Oh, R und F, ey. Ich sage, wir werden nie, wir werden nie Freunde, nie. Ich schieße hier immer das Haus, ey. Meine Rüstung könnte ich bald auch mal reparieren. Können wir denn die anderen Sachen schon herstellen? Lass mal schauen, dass wir eine Rüstung machen können. Können wir da irgendwas Besseres machen? Ja, bis auf die Brust. Hose, Handschuh, aber der Hose, Handschuh, Stiefel. Handschuh, Stiefel haben wir an. Und Hose.
Handschuhe und Stiefel. Ich werde mir jetzt noch den Speer herstellen. Und Torben kriegt jetzt noch was zu essen. Und dann müssen wir auch mal gucken, wie sieht es denn mit den Fähigkeiten aus gerade. Feder und Faden brauchen wir da. Magischen Schaden. Ich glaube, ich hatte, glaube ich, das Chaos-Ding. Ich weiß es nicht mehr. Leder und Faden. So. Dann gehe ich mal die bessere Rüstung da bauen. Achso, Torben kriegt dieses Mal was zu essen. Du kriegst ja das und das. Wir haben auch wieder so Schriftrollen, wo ich immer noch nicht weiß, was wir damit machen sollen. Nee, warte mal. Hä? Bin ich jetzt blöd? Nee, die gnadenlosen Nachtschwarzstiefel haben wir doch schon an. Schuhe und Handschuhe. Dir fehlt aber die Hose. Hose. Die gnadenlose Nachtschrathose und die gnadenlose Nachtschratweste fehlt uns. Genau. Du warst doch gerade eben noch am Forschungstisch, ne? Ja, ja. Wo steht denn der? Da muss ich doch auch noch kurz hin das freischalten dann, ne? Ja. So, das da hat sie gelernt. Was hast du denn hier? Eine Glutkette. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Oh, Verzeihung, Vasen. Ach Gott, Brunnenanlage. Ja. Wir sind ja auch so viel draußen. Also den Brunnen werden wir definitiv wohl noch brauchen. Warte mal, wir haben so viel Faden. Wie mache ich denn das jetzt? Ja, Mann. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was willst du denn machen? So. Nur eine zweite Kiste, alles gut. Hier war noch Platz. Das. So, das ist die Nachtschrat. Ich mache mir jetzt die gnadenlose Nachtschrat-Leggings. Ich mache das mal da hoch. Dann kommt das jetzt hier rein. Es fehlt uns nur noch die Weste. Gnadenlose Nachtschrat-Weste. So. Hat passenden Boden. Schmiedeboden. Naja, gut. Kommt dann noch irgendwann. Reiseumhang haben wir an. Befleckter Schmuck. Ratten. Was ist hier drin? Ah, hier sind jetzt meine. Ah, ja, sehr gut. Wie viel Blut hast du da noch in der Blase drin? Ein Drittel. Ja, also nicht mehr viel. Müssen wir auch bald auffüllen. Naja, ich gebe dir erstmal die hier. Upsa. Ungeziefersalbe, eine Jute. Und ich mache mir auch gleich noch den Speer. Oh, du hast doch fertig gefuttert. Jetzt überlege ich, ob ich. Oh. Da kam mir Silber raus. Toll. Ja. 11, Zauberspruch. Ihr Bewegungsgeschwindigkeit 12, Gesundheit. Was? Also ich überlege, ob ich die Glutkette machen soll oder das gefrorene Auge. Okay. Müsst ihr mal selber gucken hier an der Werkbank. Also ich glaube, ich mache mir die Glutkette. Die hat ein bisschen mehr Gesundheit. Okay, die haben wir noch nie gehabt, ne? Die ist ganz neu. Nee, die hatten wir noch nie. Und die hat halt Bewegungsgeschwindigkeit. Oh, das ist geil. Vor allen Dingen, wenn wir einen Schurken futtern, da gibt es nämlich auch nochmal erhöhte. Dann brauchen wir aber so eine verbesserte Blutessenz. Kriegen wir die schon irgendwie zusammen? Ja, die sind in der Blutpresse gewesen. In der Blutpresse waren welche drin. Blutpresse. Na, dann gehen wir mal zur Blutpresse hin. Ich noch eine bauen, ja. Huch, das war jetzt doof. Nein. Dann nehme ich mir mal eine raus und mache die anderen zwei wieder da rein. So, jetzt habe ich natürlich nicht geguckt. Ach, die waren eben die Edelsteine und Grabstaub oder was war das? Weiß nicht. Hier rohe Smaragde, 8 Grabstaub. Ich so. Pack mal.
4 rohe Smaragde. Ach, da hinten ist der Raum. Ich suche jetzt immer den Durchgang zu dem Raum hier. Mal Grabstaub und dann hat der Porky so einen komischen Anhänger. Eine Glutkette. Und dann kann ich dem befleckten Schmuck wahrscheinlich Torben zu essen geben. Sehr wahrscheinlich. Wenn, du ihn dafür nicht als Zutat brauchst, ja. Nee, für die Kette brauchst du die nicht. Oh, hier stand der Sarg dran. Apropos Sarg, wir haben auch einen Dina-Sarg. Wie sieht's denn damit aus? Wie weit ist er denn? Der braucht irgendwie noch eine Stunde oder so, glaube ich. Ach du Kacke, bis da was rauskommt. So, Torben. Er freut sich hier. Er nabbert an dem Ring herum. Aber immerhin ein paar Blumen und ein bisschen Grabstaub rausbekommen. Also. Kupferspeer. So. Gnadenloser Kupferspeer. Du kämpfst ja gerne mit dem Speer, ne? Ich nehme den jetzt ab und zu, ja. Ja, mach das. Warte mal. Ja, die Heizkette würde ich natürlich auch nehmen. Smaragd, Grabstaub, okay. Und drei Grabstaub hätte ich noch hier. Nehmen wir vorsichtshalber das noch mit. Ja, danke. Und da drüben sind noch welche drin, links. Da in der Mühle, da in der Kiste. So, okay. Klingelt denn hier so raus? Gerade gar nichts. Schleifstein und Leder. Eine Stunde brauchen die Särge noch, ne? Oder so. Ja, eine gute Stunde. Ja. Gut. Das heißt, wir könnten. Können wir denn ein Ungeziefernest. Kette könnten wir uns bauen. 360 Steine und 120 Knochen. Wo sind die Füßchen? Faden, natürlich. So. Gehen wir uns noch Stein besorgen und dann bauen wir uns so ein Ungeziefernest. Ah ja, wegen der Ratte. Genau. Ja. Ja. Okay, ich geh da mal. Geh da mal Stein klopfen. Achso, wir haben alles verbraten. Ja. Besser für einer. 4% Wilddieb. Aber immer noch besser wie gar nichts. Das stimmt wohl. Aber ich kann ihn nicht. Kann ihn nicht anzapfen. Warum denn nicht? Dann fall da um. Mann, oh Mann, Mann. So, okay. Wir besorgen uns Stein und dann bauen wir ein Ungeziefernest. So, habe ich noch irgendwas anderes mitgenommen? Nee. Dann wäre ich jetzt gleich soweit. Für später, Peter. Ja. Nee. Hier steht ein Edelstein. Nehmen wir den doch gleich mal mit. Jo. Ich glaube, ich kann dich wieder einen Ticken leiser machen. Nicht, dass meine... Mach mich leiser. Ja, mach mich mal leise. Nicht, dass meine Zuschauer hier auf meinem Kanal die Ohren wegfliegen und ich sage, mein Gott, ey, der schreit ja, der Junge. Ja, ne? Hat aber ein Organ. Ja, ja.
Na guti. Wen könnten wir denn... Die Ratte kann man nicht verfolgen, weil die aus diesem Nest rauskommt. Polora haben wir gemacht, zu zweit. Übel. Ich mag die gar nicht. Die ist voll doof. Ja, Polora Fellwalker ist... die ist übel, die Olle. Also wir haben, interessanterweise haben wir den Stream von Val genau zu dem Zeitpunkt geguckt, wo er diese Dame gemacht hat. Also hat die verfolgt und besiegt. Und mir ist halt nur aufgefallen, dass das im Solo-Spiel ein gigantischer Unterschied ist. Schadenstechnisch... Ja, anders zu skalieren oder so. Ja, komplett. Also wir haben viel, viel weniger Schaden gemacht. Er hatte ungefähr die gleiche Ausrüstung wie wir. Er hat die gleichen Skills gehabt unten. Aber wo, ja, warte mal, das ist ein anderer. Ja, es war irgendwie ernüchternd. Und wir haben sie dann einfach nochmal probiert. Und dann ging's. So ist besser. Ja, irgendwann ging's dann plötzlich. Nikolaus haben wir noch nicht. Wir haben Quincy, den Banditenkönig, versucht. Das ging gar nicht. In unserem privaten Spielstand. Der hat so viel Fläche gemacht und in kürzester Zeit unheimlich viel Schaden rausgehauen. Also wir hatten gar keine Chance. Ich glaube, wir hatten vielleicht gerade so auf der Hälfte mal, ne? Mhm. Ja. Den haben wir nicht gepackt, nein. Nee, gar nicht. Da haben wir auch noch keine wirkliche Lösung für gefunden. Also wir wollten uns halt nicht spoilern, ne? Logischerweise. Weil mit Anleitung kann jeder spielen. Das ist ja dann auch sehr langweilig. Das stimmt wohl, ja. So, okay. Nein, das ist falsch. Ach, es ist auch wirklich alles voll hier, ne? Was denn? Ja, alle möglichen Kisten, alles ist irgendwie voll. Ich habe jetzt extra schon ein paar mehr gebaut und neu sortiert. Ja. Was habe ich denn noch? So, was haben wir denn noch hier? Holz. Wo kam denn Holz hin? Ganz da hinten irgendwo, ne? Ja. So, schmeißen wir das mal da rein. Da ist noch ein paar Edelsteine. Dann packen wir die noch in die Schmiede und Edelsteinstaub, der kann da auch mit rein. Da ist irgendwo eine Kiste, da ist ja schon mit drin. Ich glaube, die ganz rechts ist irgendwo. So, die Ratten. Die habe ich doch gerade irgendwo gesehen. Okay. Warum denn Edelsteinstaub zum Schwefel? Warum waren wir nicht zu den Edelsteinen? Weil die irgendwie schon voller war, als sie sollte. Deswegen. Da ist schon jede Menge Platz. Egal. Steckt. Warte mal. Ja, dann pack den mit rüber. Dann pack ihn mit rüber. Hab ich jetzt. Wo waren denn Fäden und Leder jetzt? Hier, wo die Werkbank ist. Und das Holz und so. Genau, da wo ich rauskomme. Aha. Jupp. So. Gut, und für diese faulige Ratte brauchen wir jetzt was genau? Wir brauchen einen Dämmerungsschnapper, 4 Gräten, 8 Grabstaub. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir so viele Gräten haben. Na, werden wir gleich sehen. Ich glaube ja. Die Gräten sind in der Kiste... Achso, die sind doch hier, in der kleinen dort. Da waren so besondere Sachen drin. Ja, da sind Gräten drin, aber wir haben keinen Dämmerungsschnapper. Das heißt, wir müssten eigentlich eine Runde angeln gehen. Ich guck mal, ob ich einen fangen kann. Was für eine Angel? Ja, klar. Ich hab mir die direkt gebaut. Die ist wichtig, die scheiß Angel. Das ist in jeder Gelegenheit zwischendurch mal eine Runde angeln. Wenn du was siehst, direkt rausziehen. Okay. Weil es ist recht selten, dass man angeln kann. Also, Okay. So. Kannst du ja auch mal eine bauen. Was? Zwischendurch mal irgendwo ins Wasser schmeißen. Hab ich jetzt die Ratten? Hier rechts. Ach, hier.
Kann ich da noch angeln? Ach du doofe Blume. Ich frage mich immer noch, wofür dieses Wolfsgeheule gut sein soll. Wie gesagt, ich denke, das wird das Emote im Anführungsstrichen sein. Das wird sonst keine Funktion haben. Vielleicht irgendwann mal, aber... Und wieder so eine doofe Blume. Angelst du Blumen? Nein, aber ständig ploppen die Dinger vor mir aus dem Boden. Ach so. Hier schnarcht ein Bär. Ja, die schnarchen wirklich, das finde ich cool. Hier kam gerade ein Baum angewatschelt. Ich will doch nur angeln. Jetzt finde ich halt nirgendwo Wasser. Versuch mal hier oben mein Glück. Laufen wir mal hier hoch und dann da vorne links und dann probieren wir mal da zu angeln. Wie passiert? Was denn hier für Action? Mist. Dachte, ich könnte ein Tier trinken hier, aber wir sind zu klein. Ah ja, egal. Hat nur 2%, aber egal. Ja, besser wie nix, ne? Ich müsste auch mal irgendwas ansaugen. Ja, erstmal. Ah, der hat 7. Scheiße. Cooldown. Ne, jetzt. Okay, 7% ist auch besser. So. Hier kann man auch nicht angeln heute. Er lag über die halbe Karte, um einen Angelspot zu finden. Ne? Das ist wie im wahren Leben. Naja. Nee? Nicht wirklich. Toll, ich habe 3 Schleifsteine gefangen. Ja. Also es gab eine Zeit, da hätten wir die ganz dringend gebraucht. Ja, jetzt wäre ein Dämmerungsschnapper ziemlich gut. Hm. Dann versuchen wir mal hier unser Glück.6 Kupferbarren. Hm. Oh Gott. Was ziehst du da aus dem Wasser? Ja, kann ich ja nichts für, Mann. Was für interessantes Gewässer ist das denn bitte? Ja, ist halt... Weiß ich nicht. Vielleicht belastet. Aber leicht. Oder so. Ohoho, was ist denn das? Hier ist auch kein Angelspot. Da ist einer. Muss ich jetzt echt da außen rumlatschen? So. Das ist wirklich hell. Fuck. Na toll. Mm, ich hab auch gerade gedacht. Genau im Sonnenaufgang. Ach, schön. Also es gibt Leute, die finden das romantisch. Ja. Eine fette Grundel habe ich gefangen. Na toll. Ah, Sonnenbrand. Aber kein Dämmerungsschnapper. So, dann komme ich mal nach Hause. Irgendwie. Wir latschen einfach hier so weiter und dann tingeln wir da unten ums Eck. Und dann sind wir ja schon wieder da.
Ja, Schurkenblut, lecker. Schurkenblut? Ja, kann man schneller laufen, wenn man das trinkt. Ach so. So, warte mal. Oh. Mist, aber ich hätte besseres trinken müssen. Ich habe nur Stufe 1 gekriegt. Okay. Das war nicht so gut. Ja, egal. Blutblase ist wieder voll. Sehr gut. So soll's sein. Ja. Gibt's eigentlich tagsüber keine Angelspots? Weiß ich nicht. Man sieht irgendwie nie was. Ich denke schon. Können wir leider die faulige Ratte jetzt nicht beschwören. Na gut, dann guck mal hier durch. Haben wir denn eine Kiste für Fisch? Nee, nur das da, die kleine, die du gesehen hast. Nee, hier ist auch nichts am Blubbern oder so. Naja, gut. Aber es gibt ja nochmal so ein Edelsteinvorkommen. Das muss mit. Unbedingt. Knochen haben wir jede Menge. Noch. Ja, noch, klar, aber. Ja, erst machen wir einen kleinen Vorrat auch so an den. Warte mal, da hinten habe ich doch was gesehen. Was rot-orange leuchtet. Nennen wir es Kupferader. Aus dem Augenwinkel blitzte es förmlich auf. Na dann. Ja. So, wo waren die Fäden? Immer noch da, wo die Werkbank drin ist und die Bretter gesägt werden. Ich kann mir das nicht merken. Ich brauche beschreibbare Kisten. Frag mich doch, ich weiß es. So. Gut. Das heißt, wir könnten jetzt jemand anders verfolgen, ne? Jo. Huch. Das Problem ist, wir haben nur die Faywalkerin da, ne? Stufe 34. Ja, erstmal, ja. Aber die schaltet uns auch die Vampir-Durchgangstore frei. Und diesen Wolf, ne? Wir sind Stufe 39. Ja, wollen wir die versuchen? Sollen wir es testen? Wir können das gern machen, ja. Gib mir eine Sekunde, ich werde mal schnell ein bisschen Taschen leeren. Dann lass uns die mal. Das war dieser lila Fisch, ne? Ja. Der so schelmisch guckt. Ja, so ziemlich dunkel ist der. Der guckt so ähnlich wie der Seelöwe in dem Insta-Reel. Genau. Der guckt nämlich auch so ein bisschen merkwürdig. So. Wird sowieso jetzt Nacht, das ist schon mal ganz gut. Also die Faywalkerin, die ist. Wo? Wo war die? Im Norden irgendwo. War ziemlich nordwestlich, hätte ich gesagt. Ich meine, hier irgendwo war. Hier, da ist die, glaube ich, gewesen. Aber ich bin nicht ganz sicher. Bin mir gerade auch nicht ganz sicher. Aber es war irgendwie nördlich, so, ja. War ein gutes Stück, auf jeden Fall zu latschen. Ja, das stimmt. So, warte mal, ich habe noch ein bisschen da. Ausrüstung hält noch ein bisschen. Immer noch keinen Helm. Nee, gar nicht, ne? Noch nichts gefunden. Noch nicht mal einen Billo-Helm. Einen Strohhut haben wir gefunden. In dem anderen Spielstand. Ja, da läufst du mit dem Strohhut rum. Siehst du aus wie Julius Caesar. Wie so ein Angler. Ja, wie so ein Angler sehe ich aus. Julius Caesar aus dem. Ist das Stein? Oh. Ja, ich habe Stein. So. Moment. Oh, warte mal. Ich guck mal noch einmal hier nach unserem Nachwuchs. Nachwuchs nennst du das? Ja, 39 Minuten noch. Nee, warte mal, da ist es nicht drin, da ist es drin. Okay. Na dann. Wird eh gleich dunkel, das ist gut. Auf geht's. Du der Blumenfrau. Hm. Und Blumenmädchen.
Wir können auch porten, das Stück, ne? Zum Vampir-Durchgangstor. Achso, nee, wir haben ja was dabei. Nee, vergiss es. Ich hab Kram mit. Zeug, weißt du? Ja, da kann man leider nicht porten. Nee. Also es müsste definitiv mehr Phishing-Spots geben. Die sind so selten, die Phishing-Spots. Ich sehe jetzt hier auch nichts. So, wir müssen hier irgendwie nach Norden, hier hoch so. Da ist einer. Schauen wir mal. Kommt ein Knopf raus, ey. Wahrscheinlich, ja. Irgendwas Dämliches, was man sowieso nicht braucht. Zwei fette Grundeln. Och. Was? Drei? Zwei. Können wir die nicht zu einem anderen Fisch verbasteln? Nee. So ein. Können wir nicht. Dämmerungsschnapperfisch. Kommst du? Ja, ich hau doch gerade auf eine Kupferader hin. Siehst du das nicht? Nein, sieht man nicht, wenn man hier steht. Haben wir hier so Edelscheinzeugs. Wir laufen sofort weiter. So. Jetzt muss ich mal selber überlegen, warte mal. Ich glaube, wir müssen hier links runter und dann müssen wir wieder rechts hoch irgendwie. Obwohl, er zeigt die da an. Also wir sind irgendwie nach Norden noch gelaufen und das ist da oben, wo es sich teilt, das Gebiet rechts davon. Zelle. Ja genau, da ganz oben im Norden, also genau nördlich von uns, ne? Wo ja, der Weg auf, ich laufe jetzt hier einfach den Weg weiter. Am genau. Kupferminen-Ding vorbei. Die Sackgasse war das doch. Die wohnt ja in der Sackgasse. Mhm. 29er Krieger ist hier. Ja, willst du machen? Nö, muss man nicht. Aber da ist vielleicht besseres Blut drin. Ja, passt schon. Genau hier an dieser Figur vorbei. Ja. Und dann, Hauptsache, ich renne hier mit der Angel vor dem Typ weg. Was? Alles gut, alles gut. Oh. Aber irgendwas 58er bräuchte ich noch. Hier. Ja. Warum kann ich die kapfen? Na, weil das noch nicht geht. Die muss noch ein bisschen kaputter sein. Jetzt. Na Gott sei Dank. So. So, wie sieht's denn bei dir im Tank aus? Hast du auch super getankt? Ich habe zwar 12%, aber ich bin so gut wie voll damit, ja. Ich habe aber auch noch diese Eintöpfe dabei. Trecken. Ja, habe ich mir auch hergestellt. Jetzt guck mal, dass wir noch ein bisschen was höherprozentiges finden für dich. Müssen wir nochmal zurück in dem Lager, ist bestimmt was. Und dann lass wir mal kurz dahin und. Was haben wir denn hier? Bandit, Krieger, Krieger. Nicht wirklich. Ah, da ist bestimmt noch irgendwas hier. Hm. 8% Barbar, Krieger 5%. Aua! Boah, voll Wallhack gemacht, ey.
Ein 6er Schurke. Das ist ein Feuerstarter und ein Kacke. Ich geh mal die Treppe hoch. Komm mit. Nein, das kann's abbrechen. Ah, weitergehen, 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 weitergehen. Okay, hat resettet. Hast du denn jetzt was getroffen? Nö, da war alles so 1 oder 2%. Okay. Hm. Und was kommt da? Untote? Ja, Untote. Ja. Hm. Und die kann man nicht aussaugen. Ja, die sind ziemlich trocken. Krieger. Krieger. 4%. Und da ist aber eine große Truhe. Da ist eine große Truhe, die brauche ich. Da ist bestimmt irgendwas Cooles drin. Kommt 8% Joker. Ja, ich habe 12 drin. 12%. Na gut, dann nicht. Sollen wir es doch mal versuchen, einfach so. Ja, wie gesagt, ich hole mir noch die große Truhe. Ich bin sofort bei dir. Ja, ja, ich muss eh erstmal zurückkommen. Und dann latsch mal da hoch und dann guck mal. Sekunde. Was ist das denn? Alte da ich habe einen Strohhut für dich gefunden. Na Gott sei Dank. Endlich habe ich einen Hut. Da ist er. Komm, gib's zu. Du hast doch nur wegen dem Hut hast du doch jetzt die Truhe da geknackt. Das Doof ist, ich habe da keine Haare mehr. Das sieht voll doof aus. Die Haare werden weggepatcht. Na sowas aber auch. So. Noch ein Stückchen hier hoch. Und dann kommt Pandora, die Firewalkerin. Polora. Oh, weißt du, was ich vergessen habe? Egal, du verfolgst sie, ne? Hier sind 16er Krieger und hier sind 38er Krieger vor uns. Hast du mir gerade zugehört? Ja, ich verfolge sie. Natürlich verfolge ich sie. Gut. Das hätte ich doch gar nicht hier hingefunden. Yeah. So, hier noch rein. Gebiet entdeckt. Glänzende Wiesen. Wie können die denn glänzen? So, jetzt komm mal her hier, ich gebe dir erstmal deinen Hut. Nee, warte, so? So. Genau. Ja. Ja. Porky hat einen Strohhut. Porky hat einen Strohhut. Das sieht aus. Der ist toll. So. Okidoki. Na dann. Überlege ich gerade, warte mal. Ich habe jetzt im Moment diesen Knochenschleier drin als schnell super Move. Ja, ich habe Chaosschleier drin. Alles, was lila ist, habe ich drin. Ich überlege gerade. Mach den auch rein. Den Chaos-Schleier. Gut. Ja. Du kämpfst mit dem Speer, ich kämpfe mit dem Schwert. Jo. Dann machen wir die nochmal da oben. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Da, wo sie gerade hinlatscht. Okay. Ne? Ja, geht los. So. Alora, die blöde Kuh. Ja. Du doofe Tante, du. Ja, da kommt ihr scheiß Wolf. Nein! Och, wenn die Maus mal woanders hinguckt, ey. Ohne Worte. Hear me.
Mal kurz die Salbe essen. Ja, mach ich auch mal schnell. Schnell mal hier so eine Salbe reingepfeffert. Wo ist sie denn? Da ist sie. Die Ärzte machen. Ja. Und tschüss. Hast du? Klar. Sehr gut. Lecker, lecker, leckerchen. Auf Wiedersehen. Kuh? Da liegt sie, die dumme Kuh. Ach, echt, ey, die habe ich gefressen. Ja, also wir sind echt oft an der gestorben. Ja. Also das war... Das war nicht schön. Wir haben die, glaube ich, 4-mal hintereinander versucht und haben sie nicht geschafft. Ja. Schaden hat gar nicht ausgereicht. Hat einfach nicht gereicht, genau. Und dann haben wir sie hier hochgeschoben, weil hier hat sie nicht so viel Platz, um sich zu bewegen. Das ging dann irgendwie besser. Ja. Ja. Sehr schön. Ein paar Blutrosen und 2 unbefleckte Herzen. Okay. Ja, wir können ja hier so ein paar von den Blümchen mitnehmen, aber die findet man ja überall, die Dinger. Nein, die Sonne will ich jetzt nicht unbedingt. Sehr gut. Ich auch nicht. Bin da nämlich ein heißer Typ, was das angeht. Du bist ein heißer Typ? Ja, doch. Was die Sonne angeht, meine ich. Was? Achso, was? Nein, nee, alles gut. Hab nichts gesagt. Was? So, sehr schön, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir latschen gemütlich nach Hause. Ja, vielleicht finden wir noch einen Angelspot und dann geht's gleich weiter, ne? Ja, genau. Ja? Wir latschen schon mal ein Stück vor. Und sehen uns dann in der nächsten Folge nochmal wieder. Bis später. Bis dann. Tschüss. Tschüss.